Hallo, liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in der Folge 351 hier bei unserem Masters of the Universe Planet Eternia Projekt. Ich bin der Watergave-Crafter, wer sonst? Und hab auf jeden Fall Bock, jetzt eine kleine Aufnahme-Season hier zu vollziehen, um da weiterzumachen, wo wir letzte Mal aufgehört haben. Ja, tatsächlich schon wieder fünf Tage um und schon wieder einiges passiert. Und darüber können wir heute schnacken. So, ich begrüße erstmal die ganzen alten Hasen hier, die hier fleißig zugucken, gelegentlich auch kommentieren, Feedback da lassen, liken und natürlich auch auf Insta und Facebook. Seid gegrüßt, die neuen Zuschauer. Und ja, die alten Hasen brauche ich ja gar nicht mehr zu nennen. Ihr wisst ja eh, wer ihr meint es, nicht wahr? Bogenkrieger, V-Zappi, Drachen und Co. Beinecraft, naja. So, wollen wir gleich starten? Ich würde sagen, starten wir gleich mal. Wir sind nämlich ganz gut ausgerüstet. Rüstung ist ja soweit wieder tutti. Diesmal habe ich dran gedacht, hier Holz und Stickies mitzunehmen, nochmal hier zwei Scheren mitzunehmen und natürlich diesmal genügend Fackeln, sodass wir da nicht auf einmal in der Höhle Probleme bekommen, weil wir im Dunkeln stehen. Ne? Jetzt können wir also richtig prassen und hier habe ich auch notfalls Holz bei, wo wir was machen und auch nicht mehr die Silk Touch, sondern die normale. Das heißt also, wir sollten bestens ausgestattet sein. So, jetzt gehe ich aber vorher erstmal pennen. Nicht, dass wir da jetzt gleich hier starten, da wo da so irgendwie dunkel ist. Im Dunkeln ist gut munkeln, aber da ist auch Bloody Moon, ne? Wissen wir Bescheid. Und da kommen die ganzen bösen Monster. Ach nee, das war ja Modpack. Das machen wir nicht. So, wir gehen genau in die Richtung, wo wir letzte Mal auch gegangen sind, weil irgendwie habe ich da im Urin, dass das da irgendwie gut ist, dass wir da unsere Leuchtbeeren und Sträucher und Gedöns irgendwie uns aneignen können. Schnibbel, schnabbel mit der Schere, sollten uns das eigentlich gelingen. Ich werde da natürlich gleich so zwei Stacks mal mitnehmen. Wir brauchen nämlich eine ganze Menge für unsere Höhle, wenn wir die da wirklich beleuchten wollen oder so richtig schön gemütlich machen wollen, brauchen wir da natürlich eine Menge. Wir können die Dinger auch vermehren, diese Beeren mit Bone Meal, also auch das ist kein Problem. Nur erstmal brauchen wir die Beeren, ne? Und deswegen gehen wir jetzt auf Wanderschaft. Deswegen für die, die sich immer freuen, Mensch, ja, mach mal Abenteuer, ein bisschen Adventure. Laufen wir mal durch die Prärie, ne? Heißt auch wieder, wir können wieder unkontrolliert sabbeln und einen rausrotzen. Hallo, ihr Lieben. Und genau das tun wir dann nämlich auch. Es ist nämlich wieder in den 5 Tagen etwas passiert. Bei mir passiert ja ständig was. Und zwar möchte ich heute ein Thema machen. Ja, ja, tatsächlich. Er hat mal wieder ein Thema. Ja, jetzt keine Bange, keine Politik, keine Philosophie. Naja, Philosophie so am Teil vielleicht. Aber es hat eher was mit dem Alltag zu tun. Und zwar möchte ich heute gerne über Supermärkte sprechen. Einkaufsläden und hier speziell die Technik der Einkaufsläden. Ja, und da starten wir doch mal. Habt ihr Bock drauf? Na, ich hoffe doch mal. Ich möchte euch nämlich so ein bisschen an meinem Erlebnis teilhaben lassen. Was ich mal wieder so jetzt in den letzten 5 Tagen erlebt habe, nämlich am letzten Freitag. Da war es nämlich tatsächlich so gewesen, dass ich mit meinen Ellis wieder in Brandenburg war. Wisst ihr ja, wir fahren ja immer Rheinsberg raus und da kommen wir natürlich auch bei diesem riesengroßen Edeka-Markt vorbei, ne? Edeka-Erlebniswelten, sage ich immer. So, und der wird ja seit einiger Zeit wirklich ordentlich umgeräumt und umgestaltet. Also das war ja, müsst ihr euch vorstellen, wirklich ein Markt. Ja, der war schon so wie ein Otto Reichelt, ne? Also das war schon so, wo du sagst, oh mein Gott, also die haben da wirklich schon, also da ist schon was los bei denen. Also die haben da wirklich ordentlich Auswahl, aber auch einen entsprechenden Preis. So, und als ich das vorletzte Mal da war, da haben sie halt schon so angefangen, da so Techniker und so, die haben da ein bisschen was abgebaut und so hin und her und die Döns da und alle die mögliche gemacht. Und nun, Freunde, nun geht's wohl richtig an die Materie. So, und es war Sonnenschein, es war schwül, es war eine hohe Luftfeuchtigkeit und wir wollten in den Laden. Einfach so wegen Campingplatz, ne, so ein bisschen was zu futtern holen und so, das machen wir immer. Wir halten immer an diesem Parkplatz, wo dieser Laden ist. Und dann stehe ich da so vor der Tür. So. Das ist erstmal eine besondere. Und was haben die gemacht? Ja, die haben die Scheiben gewischt mit so einem Wischer von der Tür. So, und das heißt, ich konnte da nicht gleich rein. Das heißt, ich stand dann da draußen da, dummerweise auch noch kein Bier dabei. Also ich stand dann da so und dann habe ich mir das angeguckt, was die da so machen und habe festgestellt, Mensch, was ist das eigentlich für eine Tür? So,
Ne, ich meine, klar, je größer der Laden, je luxuriöser der Laden, je pompöser dürfte dann auch die Eingangspforte sein. War schon damals im Mittelalter so, die größten Könige, die hatten auch immer die größten Schlosstore gehabt. Da wurde erstmal so in die Stadt rein, ne, Zugbrücke und hast nicht gesehen. So. Und so hat sich halt Edeka gedacht, ja, wir haben auch was Tolles, nämlich eine sogenannte Drehtür. Wisst ihr, was eine Drehtür ist? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Besteht aus Glas hauptsächlich. Ich würde fast sagen, 92% aus Glas, ein paar Schrauben sind dran, dann hast du dann so eine Flügeltüren, also das ist so eine Viererkabine, musst du dir vorstellen, ne? Und das ist so aufgebaut, so nach oben halt, und an der Seite hast du dann so eine, ja, wie so ein Besen, der halt so die Schaub so alles sauber hält, ne? Dass er nicht so einklemmen kann, dass nichts blockieren kann. Unten auf dem Boden sind dann auch nochmal so, wie so ein Handfeger, müsst ihr euch das vorstellen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ne? So, und dann normalerweise gehst du dann, dreht sich das zu einer gewissen kontinuierlichen Geschwindigkeit, wird dann mit einem Motor angetrieben. Und genau, und dann gehst du mit deinem Einkaufswagen dann halt da rein in diese Kabine, dann dreht sich das und irgendwann bist du im Laden drin. So, und diese Scheiben wurden halt geputzt. So, und jetzt, wie ich ja immer so bin, ich stehe dann, und das ist so meine Natur, ich stehe dann einfach so davor und grübel erstmal nach und philosophiere schon wieder, was das eigentlich soll, warum eine Drehtür. So, und da erinnere ich mich natürlich an Plus. Kennt ihr noch Plus? Oder so die ganz normalen Supermärkte, so diese ganz kleinen, so Tante Emma oder so. Die hatten dann nämlich die sogenannten Anstoßtüren. Ja, das sind dann halt die Schwenktüren, da wo du halt ganz normal, das ist dann so ein Griff aus Holz meistens, manchmal auch aus Eisen, so richtig hygienisch, Corona-freundlich. Nicht, wo du dann halt gegendrückst, ne? Und dann musst du halt mit eigener Körperkraft, meistens ja mit dem rechten Arm, ne? Mit der rechten Muskulatur die Tür aufdrücken. Also meistens ist drücken, dass man eine Tür ziehen muss, ist eigentlich recht selten. Also meistens ist immer Eingang, ist immer drücken, ist wahrscheinlich auch extra so gemacht für den Kunden, dass es halt einfacher ist. Ne? So, genau. Also bis hierhin erstmal soweit alles klar. Kleinere, so, ja, Supermärkte, Discounter haben halt so eine Tür, wo du halt drücken musst mit so einem Knauf. Kennt ihr größere? Die haben dann halt meistens, jetzt kommt's, das ist so, was eigentlich am meisten ist, diese Schiebetüren, die nach rechts und links aufgehen. Und ja, dann ist dann halt so wie so ein Bewegungsdetektor, Bewegungsmelder. Und immer wenn du vor der Pforte stehst, dann öffnet die sich automatisch. Eigentlich auch jetzt keine große Errungenschaft, gibt es auch schon ewig, ne? So, also erstmal hier erstmal nicht irgendwie, wo man sagt, so, ja, mein Gott, wir sind in der super Zukunft. Kennt jeder. Ist wahrscheinlich den wenigsten aufgefallen. So, jetzt allerdings, und ja, Freunde, jetzt habe ich mir natürlich so meine Gedanken gemacht. Jetzt habe ich mir so überlegt, so, ja, na, Moment mal, in der Anschaffung ist ja so eine Drehtür ja nun mal wesentlich kostspieliger als eine Schiebetür. Aus Glas. Ne? Erstmal ist die wahrscheinlich in der Wartung günstiger. Der Motor wird jetzt nicht so viel, ja, Strom fressen, denke ich jetzt einfach mal, ne? Weil die hat ja Ruhepause, wenn kein Kunde vor der Tür steht, als so eine Drehtür, weil die Drehtür, die bewegt sich ja ständig. Ne? Die dreht sich und dreht sich und dreht sich, kriegt schon richtig so einen, ja, den Kringelwurm da halt. Ne? Also da ist richtig was los. Und bei dem anderen eben nicht. So, das habe ich überlegt, so, warum tun die das? So, und dann kam ich dann auch ins Gespräch mit der Firma, die da halt so diese Scheiben da geputzt hat. Und ja, dann haben wir erstmal angefangen zu philosophieren, weil die meinten nämlich, ja, Mensch, die Drehtür, ja, die gibt es ja schon seit 1850. Also, was? Ja, die erste Konstruktion, die war natürlich noch nicht so aufgebaut wie heute, aber so diese Grundidee von der Drehtür, die war tatsächlich schon, ja. Und wisst ihr, jetzt kommt der Hammer. Wisst ihr, warum es überhaupt Drehtüren gibt? Ne? Was glaubt ihr? Warum gibt es Drehtüren? Ist nicht einfach nur Design oder so, weil sich einer gesagt hat, Mensch, das sieht geil aus, super Zukunft. Nee, Freunde, wegen wirklich Energiesparen und zwar Heizkosten. Eine Drehtür verbraucht, obwohl der Motor die ganze Zeit läuft, weniger Energie, gerade was Heizkosten angeht, weil die besser isoliert ist. Die steht nicht so lange auf. Eigentlich steht die ja gar nicht auf, weil durch diesen, wo ich gesagt habe, Besen oder so, kommt kein Luftzug durch. Die sind extra so aufgebaut, dass da gar kein Luftzug durchkommt. Deswegen in Banken oder so in großen Gebäuden, da wo sich das wirklich lohnt, auch in Amerika gibt es das wohl ganz oft, da haben die alle so eine Drehtür, einfach weil sie sparen dadurch. Hätte ich niemals gedacht. Bei Günther Jauch, ne, wäre ich jetzt, wenn ich da so, weil wer wird Millionär, wäre ich richtig durchgefallen, wenn ich so eine Frage hätte beantworten müssen, hätte ich nicht gewusst.
Also, ich habe wieder was dazugelernt. Wegen Strom, Heizkosten, ja, also Energiekosten sozusagen. Und da lohnt sich eine Drehtür. Nur in der Anschaffung ist sie halt teuer. Warum halt, ja, jetzt nicht jeder Laden sowas hat, ne? Hier sieht es gut aus. Ich glaube, hier könnten wir Glück haben. Wir gehen hier mal runter und gucken mal. Weil ich, irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass hier sowas sein könnte. Ich weiß auch nicht. Das sieht hier so aus, so wie ob hier so eine Leuchtbeeren sind. Ja, Freunde, also jetzt habt ihr mal so einen kleinen mal sowas bekommen. So, und jetzt war das natürlich noch nicht zu Ende des Gesprächs. Nö, nö, Freunde, wenn der Watercave-Crafter am Philosophieren ist, dann kriegt er ja mal so schnell nicht genug, ne? Und dann kam ich aber so auf die Idee, da meine ich, aber da hat sich doch bestimmt auch jemand so Gedanken gemacht, bezüglich so Raubüberfälle. Weil überleg mal, bis du durch die Drehtür durch bist, weil das ist ja, das dreht sich ja sehr langsam, ne? Und wenn du dann da durch bist, da kommst du nicht, kannst du nicht einfach so flüchten. Durch so eine Schwenktür bist du ja im Nu draußen, ne? Du reißt das Ding auf und da zack bist du draußen und dann bist du mit deiner Beute geflüchtet, ne? So, und das geht bei der Drehtür eben nicht. Und da hat er so gegrinst, ne? Da hat er gegrinst. Da meint er auch so, so schlaues Köpfchen, so, ne? So, ja, das, so bin ich halt, ne? Nee, nee, habe ich mir so meine Gedanken darüber gemacht, ne? Da meint er, nee, nee, das ist so nicht. Und ja, hat er gegrinst, so. Fand da irgendwie witzig. Aber so ist er wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, ne? Ja, und ähnlich ist es dann natürlich bei. Oh, was ist denn das hier? Seht ihr hier diese Leuchtbeeren? Durch Zufall? Da hinten, ne? Nee, das ist Dripstone. Dripstone haben wir, die brauchen wir nicht. Die haben wir beim letzten Mal mitgenommen. Und da hinten weiß ich nicht. Wir müssen mal in die Richtung gehen. Jetzt geht hier gerade die Sonne unter, sehr suboptimal. Warte mal, ich gehe mal zurück. Und dann gehen wir erstmal wieder hoch. Da oben können wir besser pennen. Und dann gucken wir mal uns das nochmal von der anderen Seite an. Vielleicht, Freunde, vielleicht sind wir sogar schon am Ziel und finden das, was wir haben wollten. Jetzt werden wir aber erstmal ganz dringend pennen gehen, weil ansonsten haben wir hier ein Problem. So, ich penne hier einfach auf der Wiese hier. Och, ja, guck mal, schön da an der untergehenden Sonne, das ist doch hübsch. Ja, also so viel zu der Thematik, ne? Und da sind wir dann auch so ins Gespräch gekommen über andere Techniken, die es halt so in Supermärkten gibt, ne? Also neben der Drehtür und der sogenannten Schiebetür, der automatisierten mit Bewegungsmelder, die übrigens dann auch mehr Strom verbraucht. Also muss man auch ganz klar sagen, verbraucht dann sogar noch mehr Strom als die Drehtür, also bei so einer kleinen, bei so einer großen Drehtür von so einer Bank oder so, die verbraucht natürlich mehr. Ist ja klar, die hat ja auch mehr Gewicht, ne, was dort bewegt wird, also zum Drehen gebracht wird, ne? Ja, also auf jeden Fall interessant. So, und dann haben wir uns dann noch unterhalten über andere Techniken und was gibt es im Supermarkt noch für Techniken? Naja, natürlich ein Fließband oder eine Rolltreppe. So habe ich auch gesagt. Also ich bin ja eher so der Fan vom Fließband. Weil dieses Fließband ich erstmal aus meiner Kindheit noch kenne, beim Horten damals. Ja, und ich finde, das ist einfach so von der Gefahr her, ist das nicht so groß, weil wenn du da, weiß ich nicht, so hängen bleibst, so, ja, dich so verhedderst oder so, dann ist dann, weil es sind ja schon viele Unfälle passiert auf so einer Rolltreppe, ne, da wo die Haare dann bei Frauen so eingeklemmt waren, ja, oder so ein Stückchen Stoff oder so, also das scheint so ein bisschen gefährlicher zu sein, ja. Ich hatte so die Idee hier so. Warte mal, ich mach das mal. Mein Gott, ich schwitze voll. So, aber ich schwitze jetzt nicht wirklich, weil es ist heute so warm, ey Leute. Das ist eine Luftfeuchtigkeit hier. Wahnsinn. Also hier ist nichts. Dann kann ich die Fackeln eigentlich auch wieder mitnehmen, ne? Weil ich bin ja mal so ein bisschen auf Sparkurs, ihr wisstet ja. Also eine lasse ich da, nicht, dass wir von Monstern überrascht werden. So, weil ich würde ganz gerne mal. Gucken wir mal hier kurz runter, was da so Fröhliches auf uns wartet. Weil das sind meistens immer so diese Spalten, wo man sowas finden kann. Hier hatten wir jetzt Pech gehabt, oder? Kommt man nicht durch. Weil normalerweise sind hier immer diese, aber die würde man halt sehen, weil die halt sehr hell sind. Ich komme da nicht durch. Ich muss das jetzt mal aufmachen hier. So. Ja, also so viel dazu, dann Fließband halt, ne, und dann ist klar Tiefkühlraum und was sie dann alles haben. Es gibt dann die sogenannte Haustechnik, naja gut, die hat ja jedes Büro. Also da haben wir dann halt so ein bisschen nochmal uns darüber unterhalten. In der Zeit, wo sie da halt da ihre Dingsda-Bumster da geputzt haben. Jetzt sind wir in der Höhle drin übrigens.
Aber hier sieht nicht, das sieht hier nicht so danach aus, ne, dass wir hier so Glück haben, auf unsere Leuchtbeeren zu stoßen. Ne, also absolut keine Leuchtbeeren, seht ihr? Also schade. Hätte mich jetzt gefreut, wenn wir das jetzt hier gefunden hätten. Das wäre doch mal ein guter Start in die neue Aufnahmeseason hier. Aber hier haben wir wirklich Pech gehabt. Hier sind diesmal keine drin. Normalerweise sind die immer hier drin. Aber diesmal sind sie nicht drin. Fackel nehmen wir wieder mit. Müssen wir nicht unnötig hier, was leuchtet da hinten? Können wir kurz gucken. Aber ne, Leuchtbeeren wären wesentlich heller. Von daher, hier ist nichts. Also wieder nach oben. Und dann gehen wir unseren Weg weiter. So, das können wir mitnehmen hier. Die lasse ich als Erinnerung da. Die nehmen wir wieder mit. Ja, so ist das alles. Ja, und dann bin ich dann endlich reingekommen und dann haben wir uns mal das Ganze da drin angeguckt. Also, ich muss wirklich sagen, Respekt, was Edeka da macht. Also, das ist wirklich, Freunde, meine Güte, was ist das für ein Markt, Leute? Also, der hat wirklich, ich weiß ja nicht, wer schon mal bei euch im KDW war. KDW unten in der Lebensmittelabteilung. Alter! Wow! Hallo! Hallo! Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz aufpassen, weil ansonsten sind wir hier gleich tot. Gut, dass ich eine Rüstung anhabe. Und da ist noch nicht mal Fässer voll drauf. Freunde, wir haben eine Rüstung, da ist noch nicht mal Fässer voll drauf. Alter Falter! Das war eben knapp. Also so viel zum Thema Supermarkt, Gefahren und ja, wie ist denn das passiert? Das muss ich mir mal in der Wiederholung angucken. Also ich bin hier irgendwie runtergeplumpst. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Also erstmal holen wir uns mal den Burschen hier. Habe ich einen Pfeil bei? Ja. Okay. Immerhin, ein paar Skills haben wir ja schon. Also ich weiß nicht, wie ich hier wieder rauskommen soll. Ich würde mal sagen, ich baue mich einfach mal hier so wie so eine Treppe nach oben. So vielleicht. Ja, das sieht erstmal so weit safe aus. Boah, Freunde, da müssen wir ein bisschen aufpassen mehr. Also ihr seht, so schnell ist man in Minecraft in Gefahr. Ohne Rüstung, kann ich euch sofort sagen, wären wir gestorben. Ohne Rüstung. Das wäre nicht möglich gewesen. Okay, müssen wir noch höher. Mal gucken, was da oben ist. Nicht, dass da jetzt noch Lava auf uns zukommt. Das wäre so noch so. Okay, da oben scheint nur Erde zu sein. Also das sieht gut aus. Haben wir noch mal Glück gehabt, Freunde. Haben wir noch mal Glück gehabt? Das hätte auch böse ins Auge gehen können. Okay, und da oben kommen wir raus. Sehr gut. Also jetzt vorsichtig sein, nicht, dass wir ins gleiche Loch noch mal reinplumpsen. Wo war das? Wo bin ich denn runtergefallen? Ich habe keine Ahnung, ey, wo wir da runtergefallen sind. Was ist das? Ein Esel oder was ist das? Ich glaube, das ist ein Esel. Ah, die sind zwei Esel. Hallo? Hallo, Esel? Na? Ja, ihr habt gemacht hier. Da war der Cavecrafter aber wieder unkonzentriert, ne? Und ist er da runtergeplumpst, ey. Boah, Alter, aber die Rüstung hat gut überlebt, ne? Also, ja, ist Mending drauf. Freunde, das wollen wir gerade eben wieder so ein bisschen Thrill, ne? Ich habe mal hier wieder so ein bisschen Thrill gemacht, mit euch hier. Ah, Freunde.